So, hallo, wir machen weiter mit etwas besserer Stimme, würde ich sagen. Nicht optimal, noch lange nicht optimal. Und nach der Aufnahme hier wahrscheinlich auch wieder. Habe ich nicht gerade schon? So. Und nach der Aufnahme wahrscheinlich auch wieder etwas mehr weg. Aber hey, wir machen weiter bei Metroid Dread und wir müssen uns um diesen wunderbaren Boss hier kümmern. Vorher geht es nicht weiter. Ich hoffe also inständig, dass wir das jetzt in den nächsten 20 Minuten geregelt bekommen und wir jetzt nicht einen ganzen Part an dem Viech hängen. So, ich muss mich wieder reindenken, wie der funktioniert hat. Aber ich glaube, ich war. Ach ja, siehst du, da geht schon los. Da geht schon los, genau. Ich musste ja am Anfang da so durchdashen. Ich erinnere mir. So, ungefähr, irgendwie so. Aber ich muss erstmal wieder in die Stor. Genau, das war. Ah ja, jetzt muss ich Dings machen, ne? Und da konnte man. Irgendwie konnte man da noch weitermachen. Das habe ich aber vergessen, wie. Ach, Scheibenhonig. Also irgendwie konnte man, wenn er sozusagen diesen. Wow. Wenn er diesen. Diesen Dings macht. Den da, genau. Irgendwie konnte man das noch weiterführen. Ah, Scheibenhonig. Aber ich weiß nicht mehr wie. Okay, aber jetzt klappt das Ausweichen von dem Laser ja schon mal ganz gut, ne? Mann, ich krieg die Ding. Oha, was ist passiert? Huch, ich habe gar nicht aufgepasst. Was ist passiert? Was hat mir denn jetzt. Hoppala! Was hat mir denn jetzt so schnell Energie abgezogen? Huch! Okay, damit war ich gerade, das war, das hat mir da, okay. Das hat mich gerade überfordert. Was war das denn? Ich glaube, ich darf da nicht irgendwie, also ich will halt diese Dinger immer abschießen, die er da an der, also seine Hände da an der Wand, ne? Aber ich glaube, das ist nicht richtig an der Stelle. Ah, Mist, ich hab, okay. Naja, habt ihr selber gesehen, was ich hab. Nicht getroffen. So. Aber das klappt jetzt besser. Nein! Ah, ich muss das aufladen. Der Raketen nochmal üben. Wie ging das denn? Ach so, ja, okay, ich hab's, ja, okay, ist wieder da, ist wieder da. Nein! Ah, verfehlt. Ja, okay, wir machen es mit der Aufladung. Ich glaube, das ist viel effektiver. Ja, das ist. Ich glaube das schon, dass das stärker ist, oder? Ja, also irgendwas kann man da noch machen. Irgendwie konnte man da noch weitergehen, aber ich weiß nicht mehr wie. Das habe ich leider vergessen. Scheiße. Naja, irgendwie konnte man es weitermachen, aber ich weiß absolut nicht mehr wie. So, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das Ding hat mich erwischt. Ah, der Laser da, was er da macht. So, jetzt kommt halt der Mist mit dem, genau, mit dem Wind. Also die ersten, also eigentlich bin ich die ganze Zeit unterwegs. Ah, scheiße. Außer halt, wenn dann dieser, genau, der da kommt. Ja, nice. Und dann nochmal da drüber. Okay, das lief gar nicht so schlecht. Das lief gar nicht so schlecht jetzt. Das Springen kann ich noch nicht. Ah, und dann muss ich. Okay, und dann muss ich schwer. Ah, okay. Das war nicht so gut. Ah, jetzt kommt. Ja, jetzt macht er den gleich nochmal. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Das war's jetzt. Aber ist okay. Also, kriegen wir schon mit der Zeit hin, das Viech. Kriegen wir schon mit der Zeit hin. Jetzt kommt wieder der kleine Sprung, genau, und jetzt nochmal der große. Okay. Jetzt macht er wieder die Schläge.
Nee, macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht. Meine Energie ist jetzt halt richtig kritisch. Jetzt darf halt, ja. darf halt nichts schief gehen. Aber ich, das war gut. Das war gut. Bis auf, dass ich da mich bei den Schlägen dann so oft hab treffen lassen. Es wird. Ich denke schon, dass wir den so in ein paar Minuten haben. Ich denke schon. Ich wüsste halt nur noch gerne, wie ich das damals geschafft habe, dass wir den dann so nach außen geschickt haben. Oder geht das vielleicht gar nicht immer? Geht es nur manchmal? Das wüsste ich halt gerne, wie ich das gemacht habe damals. Ah! Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ah, Mist. Nein, nicht aufgepasst. Jetzt ist wieder in den Hintergrund verschwunden. So. Ah, jetzt macht er die Kacke schon wieder. Dann verpfeffe ich halt immer meine Raketen. Das ist natürlich blöd. Ja, also irgendwas muss ich da können. Aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe damals. Na, da haben wir denen so eine zweite Phase dann geschickt, wo wir dem ganz viel Schaden machen konnten. Ich weiß leider nicht mehr wie. Ich weiß leider nicht mehr wie. Ah, Mann! Drecksding! Ah. Ja, zwei erwischt, die anderen leider nicht. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, aber das klappt jetzt, das klappt jetzt, das klappt jetzt. Also das kriege ich jetzt hin. Und das ist ja schon mal sehr wichtig, dass ich das hinkriege. Jetzt macht er die zwei Schläge. Nee, macht er nicht. Jetzt macht er das hier wieder. Okay. Ah, zu langsam. Scheiße. Ah, das hat jetzt wieder böse Schaden gemacht. Das hat jetzt wieder böse Schaden gemacht. Das war schlecht. Das war sehr schlecht von mir. Nein, jetzt geht er wieder nach hinten. Okay, jetzt macht er die drei Schläge. Jetzt warten wir kurz. Und dann kommt nämlich der da. Genau, jetzt wieder vor. Okay, sehr gut. Nice! Genau das, genau das. Okay. Jetzt kann ich nämlich einfach dauerhaft draufschlagen, ohne dass ihm was, ohne dass was passiert. Sehr gut. Das war wichtig und richtig. Okay. Okay, jetzt hat er keine von den Dingern mehr. Jetzt kann er also nicht mehr sich in diesen Bereich begeben. So. Ah, ist das Muster neu? Nee, eigentlich nicht so wirklich. Okay. Alter, da fehlt doch jetzt hoffentlich nicht mehr viel. Okay. Yes! Bitte sag mir, das war's. Bitte sag mir, dass es das war.
Ja, er ist zum X geworden. Nice. Aber kriege ich jetzt die Fähigkeit von dem X? Auf jeden Fall taut jetzt hier alles wieder auf. Okay. Sehr geil. Yes. Weg mit der ganzen Eisscheiße da. Oh boy. Okay, und jetzt kommen wir hier nämlich wieder über die Dinger hier zurück. Okay, nice. 10 Minuten. Na, das ist doch, was ich angekündigt habe. Das kommt doch hin. Sehr geil. Uff. Was ein Kampf, ne? So. Und jetzt ist nämlich alles wieder normal. Also, gut, da ist noch nicht offen. Aber ich glaube, das geht auch nicht mehr auf, weil wir ja da oben den anderen Weg haben, ne? Genau. So, ich will nur speichern. Speichern war oben. Nevermind. Da war Speichern. So. Yes. Sehr schön. Okay, also gar kein Item bekommen. Es ist einfach wieder alles aufgetaut. Gut, das geht natürlich auch. Wenn wir jetzt aber schon hier sind, dann machen wir jetzt hier auch weiter mit dem ganzen Zeug, ne? Also hier ist vielleicht noch was und so weiter. Dann gucken wir uns jetzt hier erstmal weiter um. Würde ich sagen. Genau. Also, wir gehen hier rum. Einfach da hoch und dann gucken wir da mal rein, ob da noch was ist. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, weil da müsste es ja da blinken. Wenn da noch was wäre, müsste es da ja eigentlich blinken, glaube ich. Aber sicher ist sicher, moin. Aber sicher ist sicher. Aber wir haben keine Fähigkeit bekommen. Ich dachte halt wirklich, das war ja eigentlich, was ich, womit ich fest gerechnet hatte, dass wir. Oh, shit hier. Kommen da wieder. Okay. Okay, das Spiel lässt mich nicht. Hab schon verstanden, Spiel, du lässt mich nicht. Ist okay. Mach, was du willst. Ah ja, hier darf ich auch nicht durch. Ich meine, was wir gesehen haben, ist, dass wir in Dings, in hier, da unten, in, genau, Artaria, dass wir jetzt hier hinten. Dass jetzt da der Weg ja offen ist, wenn man da irgendwo, wo war denn das, wenn man da runterrutscht? Genau, da, wenn man hier runterrutscht, da, der Weg ist jetzt offen. Und jetzt müssten wir hier an das Item rankommen. Ah, ne, kommen wir zu einem Teleport. Hier ist das Ei. Ach, diese Itemkugel kommt man gar nicht so ran. Hier kommt man nur zu einem Teleport, wenn man hier reingeht. Ja, gucke mal, das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, man kommt hier irgendwie. Ah, ich brauche die Screw Attack für dieses Item oder was? Oder komme ich hier vielleicht durch? Und durch dieses Eis oder so? Also ist da jetzt überhaupt noch Eis, ist die nächste Frage. Aber hier brauche ich die Screw Attack für. Ah, shit. Vielleicht komme ich dann doch noch gar nicht an diese Kugel hier ran, weil das wäre jetzt eigentlich mein nächstes Ziel gewesen. Aber vielleicht geht das noch gar nicht. Wo ich gerne hingewollt hätte, wäre ja hier. Da müssten wir jetzt auch hinkommen. Aber okay. Dann gehen wir erstmal hier jetzt, wie weit wir kommen. Dann gucken wir jetzt mal, wie weit uns das Spiel hier jetzt erkunden lässt. Wahrscheinlich lässt uns das Spiel gar nicht so mega weit erkunden. Das kann natürlich passieren. Mich würde jetzt aber interessieren. Kann ich die Dinge jetzt wieder betätigen? Weil. Nee, das Tor bleibt zu. Okay. Ach, so. Okay, na gut. Na, dann ist ja auch wurscht. Dann ist das hier jetzt alles wurscht. Dann können wir hier hoch, hier rüber und eventuell dann hier rein. Zumindest können wir vielleicht uns jetzt da umgucken. Da geht es nämlich auch zu einem Teleporter. Oha. Vielleicht geht es da sogar weiter. Aber, ah, dann. Schwierig. Schwieriger Hase. Ach, lass mich doch einfach da hoch.
So, wir gucken mal. Wie weit mich das Spiel jetzt hier vordringen lässt. Weil jetzt kann ich auch durch die Lava. Na, das ist jetzt ja neu. Geht das nur zu dem Teleport oder geht das woanders hin? Das ist die Frage der Fragen. Und wenn ja, zu welchem Teleport? Okay, es geht zu dem Teleport, aber zu welchem? Wohin führt mich das? Oh, lol! Das ist der, von dem ich meinte, ich komme da jetzt hin. Ah, witzig, hätte ich an der Farbe erkennen können. Dann ist die Itemkugel da vielleicht doch genau das nächste. Ja, okay, dann Abflug. Dann gehen wir da jetzt hin. Dann gehen wir da jetzt hin. Es ist, also, ne? Es ist echt interessant, wie das sich zusammensetzt alles immer. Es ist echt sehr interessant. Okay. Aber ich bin super froh, dass wir dieses Viech jetzt schon weg haben. Hab ich dann letztes Mal schon lang genug gespielt, dass ich jetzt wusste, wie der funktioniert. Sehr gut. So. Okay. Jawohl, hier ist jetzt alles normal. Ah ja, genau. Und da sind nämlich School-Attack-Blöcke. Richtig, das haben wir schon festgestellt. Aber, oh mein Gott. Vielleicht ist das da unten auch einfach die School-Attack. Das wäre wild. Wild. Wir kommen dahin. Ist hier... Hier komme ich... Ich hab das Ding. Was ist es? Das ist die Screw-Attack! Das ist sie! Oh mein Gott! Ja! Jetzt haben wir wirklich keine Hürden mehr. Weil die meisten Blöcke, die uns entgegengestellt worden sind, waren noch Screw-Attack-Blöcke. Oh mein Gott, das ist so gut. Zum einen macht es ja auch Angriff, also es macht ja auch Schaden. Oh Gott, das ist so gut. Ah, da fand ich nur runter, okay. Oh, ich liebe sie. Oh mein, also, das ist eigentlich das Item, was man in Metroid als letztes bekommt, ne? So, bevor es zum Finale geht, meistens. Nicht immer, aber meistens. Ja, da gucken wir uns auch gleich mal hier um. Hier sind auch irgendwelche Blöcke versteckt. Ah, da komme ich so noch nicht ran. Wie komme ich da runter? Nee, es fehlt uns noch die Powerbombe. Stimmt, wir haben Powerbombe noch nicht. Ah ja, ein paar Sachen werden uns noch aufhalten, weil wir die Powerbombe nicht haben. Das ist true. Ein paar Sachen werden uns noch aufhalten, weil wir die Powerbombe nicht haben. Jetzt will ich mal wissen, die kommen auch wieder. Okay, also manche Blöcke bleiben ja weg. Diese Speedblöcke zum Beispiel, die bleiben weg. Aber die kommen wieder. Aber da unten... Ach, ich weiß, wie ich das aufmache. Ich bin blöd. Alles gut, ich bin blöd. Ich weiß schon, wie ich das aufmache. Die Frage ist, komme ich da jetzt hin? Und die Antwort ist nein. Doch, die Antwort ist ja. Ich habe nichts gesagt. Okay, hier ist sogar noch Eis. Interessant. Aber ja nichts Schlimmes, ne? Genau, das haben wir hier geholt. Hier ist nichts weiter. Hier blinkt auch nichts. Alles cool. Ah, ich habe so viele Tasten mittlerweile. Jawohl. Und jetzt kann ich das hier aufmachen. Ah, das ist das, was geblinkt hat. Gut. Sehr schön. Und wir merken vor allem dadurch, dass wir jetzt diese vielen Missiles haben, ne? Dass wir so dauerhaft feuern können, da merken wir so richtig, wie unfassbar relevant jetzt es ist, dass man ganz viele Raketen hat. Also wirklich richtig relevant. Okay,
Jetzt bleiben wir aber in der Ebene und räumen die Ebene hier auf. Ich glaube, das meiste, was mich jetzt hier vielleicht noch nicht bekommen kann, sind wahrscheinlich Powerbomb-Sachen. Die würde ich mir dann jetzt mal markieren. Wie viele Markierungen habe ich nochmal? Ja, 6 Stück ist es viel zu wenig. Wieso hat man nur 6 Markierungen? Als ob das irgendwie so viel Rechenleistung brauchen würde, dass man die Markierungen setzen kann. Das ist was, was ich wieder nicht verstehe, aber gut. Ah, scheiße, falsch rum. Yo, aber einfach Screw Attack, Mann. Das ist halt wirklich das Item, worauf jeder Metroid-Spieler wartet. Oder stimmt ihr mir zu oder nicht als Metroid-Spieler? Also, mir geht das so, dass ich immer. So, weil das ist, also eigentlich der Space Jump, weil mit dem Space Jump kommst du halt überall hin. Aber das Problem ist, dass dann halt dir meistens noch diese Blöcke entgegengesetzt werden. Ja, und dann ist das halt wieder scheiße. Na? So. Will ich jetzt überhaupt da unten lang? Will ich jetzt hier unten lang? Eigentlich will ich hier unten gar nicht lang, richtig? Da ist eigentlich gar nichts für mich. Nee. Nee, 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 nee. Dann gehen wir nämlich nicht unten lang. Dann kommen wir von der anderen Seite rein. Dann kommen wir von der anderen Seite rein. Dann gehen wir nämlich hier oben lang. So, ist hier unten noch was gewesen? Da brauchen wir jetzt noch nicht reindenken. Da kann ich dann nachher noch reingehen. Das ist ja dann der große grüne Bereich. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter gedanklich durch. Das haben wir. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich erstmal zu dem da hoch, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir jetzt den Quatsch da oben. Okay. Ah, du wirst doch wohl da hochkommen. Ah, Samus, mach mich nicht fertig. Okay, gut. So. Und wir machen halt zusätzlich Schaden. Wir können uns fortbewegen und wir machen Schaden. Das ist. Oh, es ist so gut. So, jetzt gehen wir einmal kurz hier hoch. Genau, weil da nämlich jetzt auch dieser Weg hier ist. Und jetzt kommen wir nämlich mal daran. So. Sehr schön. Ansonsten ist hier aber nichts weiter. Na, das ist alles kaputt gegangen. Hier kann ich nichts weiter tun. Okay, cool. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal abgeholt. Hier oben komme ich, glaube ich, nicht weiter, richtig? Ja, das sind Blöcke, die kann ich nicht zerstören. Ja, okay, da muss ich von der anderen Seite rein. Gut. Ist in Ordnung, machen wir. Machen wir alles, gar kein Problem. Oh, es ist so gut. Es ist so freaking gut. Nicht teleportieren wollen wir uns nicht. Wir wollen hier hoch. Und jetzt kommen wir jetzt nämlich auch. Ja, so. Zack. So. Jetzt kommen wir seit ganz langer Zeit endlich wieder da oben lang. Ich hoffe nur, da ist kein Teleporter. Weil ich will jetzt ja eigentlich nicht teleportieren. Ich will jetzt ja mir nur Sachen holen. Ich hoffe also, das sind einfach Sachen zum Holen. Weil sonst geht es halt da oben weiter. Na, das kann natürlich auch sein. Aber ich wollte jetzt erstmal hier gerne ein bisschen was abschließen. Ein bisschen Backtracking, dies, das. Wie man halt einfach alles durchrasiert. Das ist so gut. Oh, das ist sogar ein 10er-Raketending, oder? Das ist ein 10er-Raketending. Ja! Gib mir das. Gib mir den ganzen Shit. Nice, wir sind schon oben. Cool. Sehr, sehr geil. So, jetzt kann ich das hier endlich rausziehen. Das ging damals noch nicht. Und jetzt kommen wir hier. Oh, bitte keine Powerbombe. Bitte keine Powerbombe.
es ist ein Energy Tank. Perfekt. Geil. Bitte keine Powerbombe. Oh, okay, 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 okay. Es ist ein kleines Rätsel damit verbunden. Scheiße. Okay, das müssen wir jetzt hinkriegen. Oh, shit. Mit den Dingern vorher. Wie? Okay, wie geht das denn jetzt? Also, wie komme ich? Ah. Hier sind die Teile. Die kommen ja auch wieder. Also, die muss ich ja... Ich meine, hier kann ich Anlauf nehmen. Das ist mir bewusst. Na, das sehe ich auch. Aber da muss ich ja... Das ist auch nicht so aufgebaut, dass ich dann da hoch könnte auf schnell. Ha, wir probieren mal was. Ich meine, hier ist Anlauf, das ist klar. Hier ist Platz zum Anlaufen. Ah, nee, nee, nicht so, nicht so, nicht so. Ich muss erst da rein, ich muss erst da rein. Ja, oh, oh, das ist super knapp. Dann müsste ich aber praktisch noch da... Na, so haut es nämlich nicht hin. Frage wäre jetzt, reicht der Platz hier aus? Oh. Ah, nein, nicht, nicht so, nicht so, nicht so. Aber ist das hier wie eine Schräge? Dass sie da... Oder Leute, nee, sie läuft einfach hoch. Das ist nicht wie eine Schräge, ne? Nee. Okay, das reicht. Ich kann hier Anlauf nehmen. Ich kann hier Anlauf nehmen. Das Problem ist, wie lange dauert es, bis das wieder aufgeht. Okay, das geht eigentlich sehr schnell wieder auf. Das geht eigentlich sogar sehr schnell wieder auf. Und dann probieren wir das doch mal. Ah, okay, jetzt. Ich hätte es gerade noch machen können. Ich glaube, ich hätte es gerade noch machen können. Ich war zu langsam. Yes! God dang it! Erstes Scheinsbug-Rätsel gelöst. So. Nice. Und für Energy Tanks, da muss man schon ein bisschen... Also, die brauche ich. Wenn es mal zwei Missiles sind oder so, um die es da geht, dann kann ich vielleicht sagen, okay, muss nicht sein, ne? Aber Energy Tanks, da kann ich nicht sagen, hier, boah, braucht man nicht. Da muss ich dann schon mir ein bisschen Gedanken machen. Gut, dann haben wir hier oben alles. Nice. Oh, ja, so vielleicht nicht. Sehr, sehr geil. Einfach runter. Abflug hier. So. Cool. So, was haben wir jetzt hier noch? Da blinkt's doch gleich. Da gehen wir doch gleich weiter. Da waren wir schon, ne? Das führt einfach hier rüber, genau. Aha.
was auch immer da sein. Hä? Was ist da denn? Aber das ist das, was da leuchtet, ne? Von der anderen Seite kommt man da auch nicht anders ran. Ah, vielleicht doch. Ja. Oh mein Gott, was ist denn da? Yo. Moment, wie komme ich da rund? Das haben wir ja sogar schon. Aber wie komme ich denn jetzt da wieder runter, wenn ich hier nicht mehr durch darf? Oh nein! Kann man nur über den unteren Gang da rein? Nee, kann man nicht. Nee, nee, genau, das war das, das war das, das war das. Ja, alles klar. Haben wir gleich. Dann gucke ich kurz mal hier hoch, ob da noch was anderes ist. Ich würde es uns mal einmal schnell hier durchdingsen. Das möchte ich dann eigentlich doch auch schnell mal machen. Ist hier oben noch irgendwas? Die haben wir, ne? Die Kugel. Genau, das war der Grapple Beam. Dann haben wir hier auch alles. Ich meine, wir sind ja schon bei 93%. Ich hätte wirklich... Also, wenn wir es jetzt schaffen, hier 100% zu holen, das wäre natürlich Bombe. Aber ich fürchte, fast ein oder zwei Sachen werden wahrscheinlich mit dem Dings zu holen sein. Mit, weißt du schon. Mit der Powerbombe. Ja, wie komme ich denn jetzt da so schnell... Oh mein Gott. Weil das Ding zu ist. Ist ja doof. Jetzt komme ich dahin. Jetzt komme ich hier hin. Ach ja, wofür war das eigentlich? Das habe ich noch nie verstanden. Diese Lücke da. So, na, das haben wir schon geholt. Wait, wait, das geht noch gar nicht auf. Wieso geht denn dieses eine Ding jetzt noch nicht auf? Also, warum wird mir denn verweigert, da durchzugehen? Warum wird mir denn verweigert, hier durchzugehen? Was wäre jetzt so schlimm? Ich war ja gerade auf der anderen Seite gestanden. Wieso haben die jetzt hier so eine lila Schleuse hingepackt? Aha! Hier ist der Weg da rein. What the heck? Wie soll ich denn da hochkommen? Nein! Ah, wir waren fast oben. Komm schon. Ja, du kriegst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Ja, nein. Ah. Ja, ah, fast. Okay, okay. Mit Powerbombs. Mit der normalen Bombe. Okay, oder wir gucken mal, wie das gesetzt ist. Vielleicht kann ich mich da ja rein... Vielleicht kann ich da ja auch scheinsparken. Das ist hier drüben... Das ist genau gegenüber von dem Ding. Ja, ach so, ja, moin. Dann nehmen wir halt Anlauf und das war's. Zack. Oh, zu niedrig. Du willst mich doch verarschen. Okay, 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 okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Gar kein Problem. Ah, dafür ist das Ding hier. Oh mein Gott, ich hab's gelöst. Weil jetzt haben wir nämlich die richtige Höhe. Zack. Wusch. Nice. Alles klar.
Perfekt. 96%. Warum ich jetzt da oben nicht durch darf, bleibt aber ein Rätsel, ne? Also gut. So. Blinkt's noch irgendwo? Blinken tut nichts mehr, das ist schlecht, weil dann muss ich meine Augen nutzen. Wo sind noch Items, die ich nicht habe? Kann ich, wenn ich die markiere, markiert er mir nur die, die ich habe, oder alle? Ah, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße, der markiert mir die, die ich habe, ne? Wo blinkt's? Es blinkt aber auch nirgends mehr. Na gut, vielleicht gibt es auch noch Items, die ich noch nicht sammeln kann hier jetzt. Hier ist ja nur Hitze gewesen, keine Lava. Da kann ich auch nichts anderes machen. Da war zwar Lava, aber ich denke nicht... Wir können da mal reingucken, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Sonst wird es da ja... Eigentlich müsste es da ja blinken. Ich fürchte halt, irgendwo ist vielleicht noch ein Missile-Container, der schon aufgedeckt ist. Aber den wir noch nicht eingesammelt haben. Das ist gerade meine Befürchtung. Das Ding kann ich jetzt auch kaputt machen. Aber wo und wie finde ich den auf die Schnelle? Haben wir den schon? Ja. Die sind ja, wenn die ausgegraut, also wenn die so schwach sind, dann haben wir die ja schon. Mist. Mist, kann ich irgendwo... Ach, scheiße. Ich müsste auf einer anderen Ebene wahrscheinlich den Missile-Container markieren, den wir noch nicht haben. Und dann hier runter gucken. Die haben wir alle schon. Den haben wir auch schon. Ach, Scheibenhonig. Den haben wir auch. Ah, es blinkt halt nichts mehr. Das haben wir alles. Ja, das haben wir auch, logischerweise. Wo ist noch was, was wir nicht geholt haben? Das haben wir auch geholt. Haben wir irgendwo noch solche Blöcke, die wir nicht also noch nie... Wieso ist da Fragezeichen? Das ist doch klar, was das für Blöcke sind mittlerweile. Hä, bin ich blöd? Ach nee, das sind die Power... Aber den haben wir ja geholt, also... Das ist ein Powerbomb-Block, ja, ich weiß, aber ich meine, ne? Das haben wir ja gemacht, sogar. Das ging ja, das konnten wir ja tun. Na gut, vielleicht geht irgendwas noch. Ne, selbst den haben wir geholt. Selbst hier das Zeug im Eis haben wir gemacht. Naja, vielleicht... vielleicht ist es ein Story-Item, was noch fehlt, was erst mit der Zeit hier noch kommt. Weil von dem, was ich hier aktuell jetzt sehe, habe ich meiner Meinung nach alles mitgenommen. Und wüsste nicht, wo ich noch was tun kann. Nee. Nee, haben wir alles gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal da hoch noch und will dieses riesige Ding kaputt machen. Aber ich glaube, das ist auch nur normale, so eine Krabbe halt als X-Form. Nee, ich sehe keine unausgefüllte Missile-Dings. Ja, ne, dann ist das so. Okay. Aber um da hochzukommen, das ist das, was ich nicht verstehe. Warum darf ich hier nicht durch? Was ist das für eine Zauberei? Was ist denn so schlimm, wenn ich da durch könnte? Also, warum? Warum darf ich hier nicht durch? Ist das für später relevant? Passiert hier noch irgendwas in diesem Abschnitt? Ich habe keine Ahnung.
Na gut. Wie auch immer. Ah, hier ist wieder zu. So, jetzt geht das hier auch auf. Einmal voll aufladen, bitte. Ah, jetzt darf ich da wieder nicht hoch. Dann halt so rum. Waren wir da schon? Ja, da waren wir auch schon. Teleport gelb. So, wie kommen wir zu dem Viech? Ah, einfach gerade durch. Okay. Einfach gerade durch. Nee, hier ist nichts Interessantes. Ja, schade eigentlich. Das war dann auch die Geschichte, ne? Ja, keine Ahnung, wo noch ein Item sein soll. Bin gerade wirklich überfragt. Entweder ich habe es übersehen oder es ist noch nicht hier. Ich gehe mal davon aus, es ist noch nicht hier. So, wohin bringt mich der gelbe Teleporter? XDR-Übersicht. ZDR-Übersicht. Ah, nach Dairon. Da oben hin. Okay. Dann würde ich jetzt aber erstmal tatsächlich wieder nach Kataris zurückkehren wollen. Und da ein bisschen Backtracking betreiben. Weil wir auch da jetzt, denke ich, an weitere Raketen und so weiter rankommen können. Ach, scheiße. Also wir können jetzt halt richtig viel Backtracking betreiben. Das ist das Ding. Oh! Und wir können mit Adam quatschen. Ja, dann auf geht's. Wegen der Screw-Attack jetzt wahrscheinlich, ne? Ach, Samus, du hast das Abkühlen des Planeten verhindert und noch dazu die Screw-Attack erhalten. Sie wird dir helfen, an zuvor unerreichbare Orte zu gelangen. Richtig. Du bist zwar viel besser für den Kampf gewappnet als bei deiner Ankunft, aber du kannst es immer noch nicht mit Elfenhieb aufnehmen. Danke für deine Motivation. Gegen ihn zu gewinnen, ist derzeit äußerst gering. Ja, kriegen wir schon noch hin. Ja, alles klar. Du bist stärker geworden, aber immer noch kacke. Gut. Danke, Adam. So, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss.